Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Also mit ihm hatten wir ja schon gesprochen. Hier in dem Haus war der Anführer der Sammler. Was ist denn hier drin? Eine alte Frau. Sprechen wir sie mal an. Diese gedrungene alte Frau sieht so aus, als sei sämtliche Farbe aus ihr herausgeblutet. Alles, von ihren Haaren über ihre Schultertuch bis ihrer Kleidung, ist grau in diversen Schattierungen. Die einzigen Farbflecken an ihr sind einige seltsame Kräuter, die sie an den Stängeln in ihren Gürtel gebunden hat. Die Kräuter machen bei jeder ihrer Bewegungen ein seltsames, raschelndes Geräusch, wie ein Besen. Sei gegrüßt. Die alte Frau dreht sich um und starrt dich an, und du bemerkst die grauen Schatten, die ihren Körper bedecken und auch vor ihren Gesichtszügen nicht Halt machen. Sie hat dünnes, graues Haar und Augen wie Granitsplitter. Sie runzelt die Stirn, als sie dich sieht. Wer bist du denn, Ich bin ein Reisender. Ach ja, und wohin bist du so gereist? Zum Reich der Toten und zurück, denke ich. Die Frau spuckt einmal, zweimal, dreimal und beschreibt dann einen Halbkreis über ihrem Herz. Pass auf, was du sagst, Kind, und bete, dass dich keiner der Todesmächte durch deine Worte beleidigt fühlt. Ich, verstehe. Wer bist du? Sie gackert listig und bewegt ihre Augenbrauen auf und ab. Hast du noch nie was von der alten Mabes gehört? Der Hebamme vom Platz? Noch nie? Sie kneift die Augen zusammen und senkt ihre Stimme. Nun, jetzt hast du, denn ich bin Mabes. Du bist eine Hebamme? Was tust du? Wir sind ja schließlich ja im Jenseits und hier dürften nicht allzu viele Kinder geboren werden. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich richte Knochen wieder gerade, treibe den Kranken den Husten aus, hole kreischende, störrische Kinder auf die Welt, flicke Mäntel und Lumpen, mische Heilmittel und Kräuter und dergleichen. Oh, hier scheint es doch Kinder zu geben. Das ist ja ungewöhnlich. Sie zwinkert dir zu und betrachtet dabei deine Narben. Du brauchst doch bestimmt auch ein paar Mittelchen. Habe ich recht? Heilmittel? Klar, du brauchst dringend ein paar Heilmittel. Du willst doch bestimmt eins kaufen, stimmt's? Sie wirft abermals einen Blick auf die Narben, die deinen Körper bedecken, und zuckt dann mit den Achseln. Naja, ist wahrscheinlich eh schon zu spät dafür. Also wir könnten hier wohl irgendwelche Heilkräuter kaufen. Eigentlich könnten wir schon Heilung gebrauchen, denn wir haben hier noch ein paar offene Wunden von den Schlägern. Mavis nickt. In Ordnung. Sie greift nach ein paar der getrockneten Kräuter in ihrem Gürtel, reißt sie am Stängel ab und zerreibt sie dann in ihren schwieligen Händen. Kleine Wolken aus Staub und Pollen steigen von ihren Händen auf. Dann murmelt sie vor sich hin und bläst den Staub in die Luft. Wir atmen mal tief ein. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der graue Blütenstaub schwebt durch den Raum, bedeckt dich und deine Gefährten. Du atmest tief ein, nur kurze Zeit später fühlst du dich wunderbar erholt. Danke, Mabes. Bevor ich gehe, hätte ich noch weitere Fragen an dich. Nur zu, dann frag. Kennst du jemanden namens Ferret? Ferret? Dieser... Pah. Mabes spuckt einmal, zweimal, dreimal und beschreibt dann einen Halbkreis über ihrem Herzen. Dieser Dreckskerl. Was hast du damit so einem zu schaffen? Ich muss ihn finden. Weißt du, wo er ist? Er ist jedenfalls nicht am Lumpensammlerplatz. So viel kann ich dir sagen. Du musst einen Weg unter den Platz finden, um zu diesem Miesling zu gelangen. Sie spuckt wieder. Selbst von ihm zu reden hinterlässt einen üblen Geschmack im Mund. Und wie? Ja, wir hatten ja schon mal einen Hinweis bekommen, dass er auf dem Platz ist und nicht auf dem Platz. Also ist er wohl durch irgendeine Art Magie geschützt oder getarnt? Fragen wir mal nach. Er ist unter dem Platz? Sie tippt mit dem Finger auf den Fußboden. Ja, unter diesem Haufen Müll sind er und seine Jungs begraben.
Du müsstest ganz schön schuften, um ihn aus seinem Versteck auszubuddeln. Sie schüttelt ihren Kopf. Lass gut sein, Kind. Ich muss ihn aber finden. Wie komme ich dort hinunter? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Mavis runzelt die Stirn und seufzt dann. Hör zu. Ferret hat irgendwo hier auf dem Platz ein Tor, das zu seinem Versteck führt. Du brauchst es nur zu finden. Vielleicht willst du dann ein paar von den anderen fragen. Leute, die ein bisschen mehr rumkommen als die alte Mavis. Wir haben ja schon den Hinweis, dass er oben irgendwo sein soll. Den werden wir einfach mal nachgehen. Aber fragen Sie noch ein bisschen weiter aus. Bist du eine Hexe, Mavis? Mavis mustert dich. Ich sag nichts darüber, was ich bin oder nicht bin. Aber ist das, was du wissen willst, so wichtig, dass du eine alte Frau belagerst und nach ein bisschen Klart schlechtst? Nun ja, ich möchte die Zauberkunst erlernen. Könntest du meine Lehrmeisterin sein? Mavis lacht. Pah, ich bin keine Lehrerin. Keine Lehrerin in der Schule könnte es mit denen in der großen Festhalle aufnehmen. Ich bin sicher, es gibt irgendwo noch andere, die ich das Dunkel wissen lassen können. Du verschwendest nur deine Zeit mit der alten Mavis. Na gut, es gibt vielleicht irgendwo andere und es gibt vielleicht auch irgendwo bessere. Nur wissen wir nicht, wo irgendwo ist. Also wenn sie uns wenigstens etwas unterrichten könnte, wäre das schon sehr hilfreich. Das sehe ich anders. Ich denke, du könntest mich eine Menge lehren. Mavis sieht dich eindringlich an. Oh ja? Warum willst du so etwas lernen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir wollen Macht. Wir wollen auch herausfinden, wer wir sind. Und wenn sie uns unterrichten soll, ist sie uns eine... Sind wir ihr eine wahre Antwort schuldig? Also sagen wir... Weil ich sie gebrauchen könnte, um herauszufinden, wer ich bin. Das wird auf jeden Fall besser bei ihr ankommen, als wenn wir einfach offenlegen, dass wir auf Macht aus sind. Das nehmen wir doch mal. Ein Augenblick später nickt Mavis. Die Kunst kann helfen oder auch nicht. Und du darfst dich nicht auf sie verlassen, um all deine Probleme zu lösen. Sie seufzt. Kind, meistens erhöht sich dein Berg von Fragen noch um eine weitere Frage. Ich verstehe. Wirst du mich unterweisen? Pah, Mavis schüttelt den Kopf. Man sollte besser Lieder schreiben, als zu zaubern. Lieder sind etwas Schöneres. Die Zauberei ist zu etwas Dummem und Gewöhnlichem geworden. Ihr Ruf wurde durch das Pack geschmälert, das sich von ihren hatte täuschen lassen. Sie zwinkert ihr zu. Ich werde dich unterrichten, aber vorher musst du mir noch einen Gefallen tun. Hörst du? Das sind wir ja schon langsam gewöhnt. Was zum Beispiel soll man denn für dich tun? Meine Beine tragen mich nicht mehr quer durch Sigil und es gibt da etwas, das du für mich von dort besorgen könntest. Ich brauche ein paar Kräuter vom Markt und zwar östlich und südlich von hier auf dem Mittelpunkt des Rings zu. Auf dem Markt vom Stock. Hier hast du eine Probe. Sie holt einen schwarzen Samen aus ihrem Mantel hervor und schnipst ihn dann mit den Fingern zu. Den gucken wir uns doch mal an. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du drehst den schwarzen Samen in deiner Hand. Dabei spürst du plötzlich ein kurzes Stechen und dann quillt ein kleiner Blutstropfen aus deinem Daumen hervor. Der Samen hat kleine Stacheln, wie Zähne. Mavis schnaubt. Sei vorsichtig damit. Zeig es einem der Obsthändler auf dem Markt. Die wissen schon, welche Kräuter du suchst. Also gut, ich komme wieder, wenn ich ein paar Kräuter habe. Das war doch mal eine schöne Wendung der Geschehnisse. Also klar, wir könnten jetzt sofort weitermachen und hier oben irgendwo nach Ferret suchen. Aber wenn wir eine mögliche Lehrerin haben, die uns die Kunst beibringen kann, sollten wir erst für sie diesen kleinen Auftrag erledigen. Erledigt. Und zum Markt zu laufen, um ein paar Kräuter zu besorgen, klingt nun wirklich nicht schwer. Also machen wir das einfach mal kurz. So, der Lumpensammlerplatz war im Nordwesten. Da. Wir müssen jetzt in den Süden.
Also, dahin. Und dabei lassen wir uns von keinem Schläger aufhalten. Genau, ihr da. Ihr habt schon wieder von unserer Klimper abgesehen. Nee, 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 nee. So. Hier war doch der Marktplatz, richtig? Richtig. Und wir hören schon auch das erste Geschrei nach Kräutern und Gewürzen. Bei ihm hier haben wir auch mehrere Kräuter schon ausprobiert. Vielleicht hat er ja die richtigen. So sieht man sich wieder. Was darf es denn heute sein? Meerpflaumen, arborianische Feuersamen? Nee, die haben wir schon probiert. Die waren ganz lecker. Vor allem haben die sich im Mund entzündet. Was ja auch ganz nett ist. Aber nein. Mavis, die Hebamme des Platzes, braucht ein paar Kräuter aus diesen Samen hier. Kannst du mir helfen? Der Mann nimmt den Samen und betrachtet ihn kritisch. Als er ihn zwischen Daumen und Zeigefingern drückt, zuckt er zusammen und ein kleiner Blutstropfen erscheint auf seinem Daumen. Ah, dieser Samen ist bissig. Das habe ich gemerkt. Hast du die Kräuter, die sie meint? Er scheint seine Augen nicht von dem Samen abwenden zu können. Junge, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das hat, wonach eure Bekannte sucht. Ehrlich gesagt habe ich so einen Samen noch nie zuvor gesehen. Ihr braucht jemanden, der Samen wie diese hier anpflanzt. Denn ich habe keine. Oh, das könnte sich als schwierig gestalten. Also ja, Mavis will die Kräuter haben. Das heißt, theoretisch können wir aber die Samen nehmen und sie irgendwie anpflanzen und dann warten, bis die Kräuter zu Ende gewachsen sind. Aber das dürfte wahrscheinlich sehr lange dauern. Na gut, fragen wir ihn erstmal, ob er jemanden kennt, der uns dabei helfen könnte. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist, mein Freund. Er gibt dir den Samen zurück. Es wird schwerer sein, im Stock einen Gärtner zu finden. Vielleicht kann ja der um die Bäume trauert mir helfen. Leb wohl. Hatten wir da schon einen gefunden? Oder hat der Namenlose nur was aufgeschnappt? Schauen wir uns mal ein wenig hier um. Vielleicht jammert ja irgendjemand etwas von Bäumen. Erledigt. Da ist Übelwind. Wir könnten so eine Geschichte von ihm anhören, aber eigentlich haben wir ja was zu tun. Nee, da geht's nur woanders hin. Wir wollen uns erstmal hier auf dem Markt umgucken, ob hier irgendwo dieser, der um die Bäume trauert, herumläuft. Schon gut. Sie hier sind ganz grün gekleidet. Fragen wir sie mal. Diese alte Frau steht still an der Wand und lässt ihren Blick in die Ferne schweifen. Die ganze Hektik um sie herum scheint sie wenig zu beeindrucken. In der Hand hält sie eine hölzerne Stange, an der dutzende kleine Fische hängen. Nein, das ist eine Fischhändlerin, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Wieder jede Menge Schläger. Aber gut, um die können wir uns mal kurz kümmern. Morte. Du spottest den mal. Dein Gesicht fleht ja geradezu, dass man reintritt. Genau. Und du greifst ihn an. Und du greifst ihn erledigt. An. Du greifst ihn auch an. So, und schon läuft er erst wieder weg. Das ist so nervig. Gleich ein Zauberspruch hinterher. Verdammt. Komm, schlag ihn nieder, er läuft doch schon weg. Schon gut. So, das kommt mit. Ein Bronzering. Und da ist der andere. Hinterher. Chop, chop, chop. Und wie in einem Bienennest. Kaum hat er den ersten umgebracht, wird schon der nächste aggressiv. So, jetzt ist aber Ruhe. So, der nach Bäumen trauert. Ne, da ist der Händler, der uns das gesagt hat. Der wird wohl nicht in diesem Teil des Stocks sein. Schade. Na gut, schauen wir uns anderweitig um.
Ja, es wäre auch wirklich... Oh, oh. Es wäre auch wirklich zu einfach gewesen, wenn wir einfach nur auf den Markt hätten gehen sollen, um da irgendwelche Kräuter zu kaufen. Hm? Erledigt. Hier wird ganz schön viel gearbeitet. Erledigt. Hier konnten wir irgendwo unseren Limlim kaufen. Aber auch sonst keiner, der irgendwie auffällig aussieht. Also ja, alle sehen hier ein wenig auffällig aus. Aber gut. Das heißt, wir gucken uns auf die Karte. Hier waren wir eben gerade schon. Hier haben wir auch kurz geguckt. Das heißt, er ist entweder hier in der Nähe der Leichenhalle oder hier unten. Aber gut, erstmal speichern wir ab. Speichern LP 020.